Oh, warte mal. Hi, herzlich willkommen zurück. Da bin ich wieder. Euer Cliffhanger Fox, so wie es am Ist auf liebsten ist. Position. So, wie Und dann soll kommt er. Angriff! Passt auf die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Ich bin gerade gestorben. Habe ich mein Leben nicht aufgepasst? Zack. Erstmal richtig gestorben. Vielleicht zum ersten Mal richtig gestorben. Das andere Krieger, Mal. Macht euch bereit! Wir bekämpfen einen Fluch! Ja, aber ist ja auch jetzt okay. Jetzt weiß ja auch, worauf ich achten muss. Mutter, gib uns Kraft! Es ist soweit. Ich muss auf Position. Da kommt er. Angriff! Auf die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Seh doch das Überhitzungszeichen. Wie diese all diese Läufer kontrollieren. Gigi! Auf jeden Fall, Alter. Da hab ich aber auch gerade ein bisschen gelitten. Ich muss herausfinden, wie diese Maschine von den Läufern Besitz ergreifen konnte. Für die Nora. Wunder, dass keiner gestorben ist, ne? Gut gemacht. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ah, so gehört sich das mal. Ein bisschen Vielleicht Lob hier und anerkennen. Vielleicht kann mein Fokus mir zeigen, wie diese Maschine die anderen unter ihre Kontrolle gebracht hat. Ich auch einfach meine Heiltränke nicht benutzt habe, obwohl ich weiß, dass ich da vorne in der Ecke einen habe, ne? Hm, ich muss mal checken, was habe ich denn hier in der Ecke?
Weil ich glaube, heilen tue ich nicht. Gesundheitstrankwerkzeug. Okay, das heißt also. Ah, jetzt kann ich den nehmen, ne? Das sieht ganz nützlich aus. Sehr schön. Sag mal so, Resch hätte es verdient zu sterben, auf jeden Fall. Ich kann was? Ja andere Maschinen übernehmen. Okay. Granatwerfer, die Abriss, Schwäche. Okay, Feuer war schon mal keine Schwäche. Harte Außenhülle, die den synthetischen Muskel. Synthetischen Muskel? Betriebssystem schützt. Granatwerfer. Deaktiviert den Granatwerferangriff. Ah. Deaktiviert den Stachelwerfer-Fährangriff. Hitzekern. Ah! Okay, cool. Mhm. Was ist dein Geheimnis? Wie machst du das? Zeig's mir. Sie haben dir gehorcht. Wie? Das. Damit machst du das. Es verbindet sich mit dem Fokus. Kann ich das verwenden? Probieren wir es aus. Bloß ein paar Drahtschlingen. Das sollte halten. Aha. Ich muss es nur noch testen. Und jetzt? Aloy, wie hast du das gemacht? Du tötest den Dämon. Und weidest ihn komplett aus. Die Kontrolle über die Maschinen. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich will es an der Maschine testen. Er zuckt noch, ich hab's genau gesehen. Es sind viele Läufer auf dem Weg zu den Toren des Beckens, glaube ich. Ganz genau. Und zu den Toren wollte ich ja ohnehin. Ich muss mit Val sprechen. Klar, schraub dir den Teil vom Killerbot an dein. Bist, Aloy, aber... Yep. Aber was? Ich glaube, du bist ein Segen Speer. Der Urmutter. Egal, was Resch sagt. Danke, Tab. Der zuckt noch, ich sehe ihn wackeln. Das musst du. Ich denke an dich. Ja, aber ich glaube, wir finden dich nicht so heiß, Junge. Krieger, das Tor muss sofort repariert werden. Und wenn ihr es zusammenflicken müsst, macht hin. Oh, ich mag das, dass es metallisch klingt. Was? Überbrückung freigeschaltet? Psi, was ist das? Ach, die kann ich jetzt... Okay, die kann ich jetzt für mich kämpfen lassen. Oh, okay, fancy. Hier die Ruinen, da gehen wir gleich nochmal hin, auf jeden Fall. So, was? Lebe schon auf. Ernsthaft? Stein? Metallscherben sind gut. So, zwei Fähigkeiten. Ja, kritischer Treffer ist schon nice. Wenn ich mir das so anschaue, gerade Doppel- und Dreifachschuss nachher. Schnellladen, Konzentration. Das sind schon nice Skillpoints, ne? Auch der... Die stille Landung gefällt mir wahnsinnig gut. Überbrückung. Reitmaschine rufen. Ruf dann eine neue überbrückte Reitmaschine, wenn eine andere nicht mehr verfügbar ist. Waffenspulen entfernen habe ich richtig hartes Nie drauf, ne? Fallen und Stolpertritt können entschärft und neu verwendet werden. Das ist natürlich sehr kosten. Das ist eigentlich so das, was ich schon ultra scharf drauf bin. Das Problem ist nur, ich muss hier den Weg gehen. Ausbeuter und dann hier rüber, ne? Das finde ich sehr nice, aber ich brauche auch die Kampfskills. Schlag von oben haben wir ja schon. Ich glaube, ich warte für einen Schlag von unten. Ich glaube, das wird noch... Hier, menschliche, mächtige und Elite-Gegner lautlos auszutun. Das ist schon... Boah, sexy. Ja, überleg, wie du spielen willst. Keine Ahnung, ich will alles. Oh, die sind neu hier. Oh, warte mal. Okay, cool, warte mal. Was ist das hier? Pick am Rennen. Sammle im Reiten Ressourcen und durchsuche Gegner am Boden. Ah, okay. Reitmaschine reparieren. Maschinenreparatur.
Nee, das will ich auf keinen Fall. Nee, auch nicht. Das ist eigentlich ganz cool. Vielleicht später mal. Also die beiden, okay, mehr Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, hier wird nichts mehr rausgenommen. Lockruf? Weiß ich noch nicht. Kampfüberbrückung? Auch nicht. Fallen entschärfen kann ich mir vorstellen. Bastler auf jeden Fall. Ausbeuter? Vielleicht Munition stellt mit derselben Rohstoffe mehr Munition her. Die beiden vielleicht auch nicht. Aber den Weg auf jeden Fall. Die 6 hier will ich hier raus. Hier muss ich mal schauen. Konzentration auf jeden Fall. Schwerlastträger weiß ich nicht. Hört die maximale Ausdauer von Konzentration ist schon geil. Und Schnellladen. Sexy as fuck. Doppelschuss, Dreifachschuss auch richtig gut. Kritische Treffer schon nice. Präzision. Niederschlagen finde ich geil. Ja, also gerade hier niederschlagen und zurückschlagen, ne? Boah, voll gut. Okay, der vielleicht nicht so, aber der hier auf jeden Fall niederschlagen. Ah, 2 Skills, ne? Das wären jetzt hier und dann bräuchte ich 3 für Bastler. Das wären 6 Punkte. Wenn man jetzt hier auf Fernkampf... Weiß ich nicht. Will ich das? Präzision. Schwerlastträger fühle ich halt momentan noch nicht. Aber das hier fühle ich. Okay, geben wir kritische Treffer? Ja, geben wir. Alles klar. Ja, sowas dachte ich mir schon. Ich meine, die bauen diese Mechanik ja nicht ohne Grund ein, ne? Aber sowas in der Art dachte ich mir schon. Achso, warte mal, jetzt wollte ich schauen. Kann ich mir irgendwas herstellen? Lagerkapazität? Ja, nice. Hier, guck mal. Nice. Mehr Tränke für mich. Munition lasse ich mal gerade offen. Fallen. Oh ja, das lassen wir auch offen. Ich würde hier nichts Neues machen. Würde maximal nachher schauen. So, und hier habe ich eine Modifikation drin, weißt du? Und ich möchte halt meine Modifikation nicht rauskriegen. Hier, 10 Tabung und hier ist halt 10% Feuer. Also Feuer hat mir gerade eben richtig gut gefallen. Und ich möchte die Dinger eigentlich nicht wegwerfen. Vor allem, wenn es nachher Purple gibt, so. I need Purple. Eine Maschine finden und dieses Überbrückungsgerät testen. Urmutter, gib mir Kraft. Okay, ich krieg hier auch Schatz. Geil, wie ich überall Gratiskisten kriege. I like. Munition brauche ich nicht. Trank brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ah, das sind blau. Wenn ich Purple irgendwo kaufen könnte. Andere Bögen wären auch nice. Aber ich fühle das noch nicht. So, wo bin ich jetzt? Ich bin hier. Okay, gibt es schon Nebenquests? Gibt es hier irgendwas anderes? Nein. Es gibt bisher nur Laufe dahin. Wobei hier oben das Neue ist. Ich weiß nicht, was das ist. Das würde mich gerade interessieren. Und ich würde gerne, glaube ich, nochmal in die Ruine. Fuck, wir gehen erst in die Ruine. Wie die Ruine auch einfach mal direkt neben dem Berg ist. Oh, ich brauche Tiere. Fällt mir auch gerade ein. Wir sollten auf jeden Fall ein paar Füchse, Wildschweine. Gubbelt! Und da vorne ist stuck eine Sau. Ich brauch den Gubbel. Füchse und Gubbelt. Komm her, ich brauch das fette Fleisch und die Knochen. Oh, her damit. So. Ja, wir nehmen das natürlich mit. Wenn es schon lootbar ist, nehme ich es mit. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Kann ja ein bisschen Heilung sein, die ich noch brauche. Warum leuchtet dieser Baum so strange? Guck mal, als wäre hier unten jemand eine LED fallen lassen. Oh, nicht schlecht. Wo ist denn der Eingang? Hier unten irgendwo, ne? Ja. Was sagt die Aufnahmezeit? Easy, 5 Minuten. Wir hatten ja nämlich... Oh.
Oh ja, hier sind wir das letzte Mal rausgekommen. Wir gehen aber ganz runter. Denn wir hatten ja hier an der Anfangszeit hatten wir noch ein, zwei Dinger, die wir nicht komplett mit aufnehmen konnten. Das machen wir jetzt. Wir waren ja schon zweimal hier, aber der hat nicht genug Kapazitäten. Das hat sich ja jetzt geändert. Ratten. Was geben mir Ratten eigentlich? Wahrscheinlich irgendwie Fleisch oder so. Das kann ich doch nicht genau. Genau. Und dann gab es in einigen Bereichen noch Kisten. Und die Kisten haben wir beim letzten Mal nicht vollständig gelootet, weil noch viele Sachen dabei waren, die wir nicht nehmen können. Aber jetzt ist das ja alles möglich. So. Genau, hier mussten wir das erste Mal links an die Seite. Aber hier war schon nichts, ne? Hier war einfach nur der Kram. Doch, das ist eine Ratte. Alles klar. Geh doch! Ein winziges Fleischstück. Naja gut, was erwarte ich von einer Ratte? Sorry, ich muss das gerade wissen. Ich muss es einfach gerade wissen, was es macht. Genau. Hier einmal rein. Und dann müssten jetzt die ganzen Kistenräume kommen. Hier, genau. So. Ah, I like. Guckt euch an, wie das hier gerade alles aufschlägt. Und das waren die Sachen, die ich mich jetzt wissen wollte, weil das sind ja nachher alles Sachen, die kann ich ja hier für alles Mögliche nachher gebrauchen, ne? Rohstoffressourcen, immer wichtig. Also finde ich es ja ganz cool. Ich meine, das scheint anscheinend irgendein riesiger mechanischer Komplex zu sein, in dem die Damen da leben. Okay, hier kommt nicht. Es gab noch einen Raum, das war... Ah, da. Haben wir die Tür aufstellen, bitte? Jetzt bin ich mal gespannt, was wir gleich mit diesem komischen Endmodul machen können. War hier auch was? Hier war das, genau, hier war das Ding zum Scannen, das weiß ich noch. Das waren die Sprachnotizen. Hier war auch noch was, genau. Ich glaube, den haben wir aber schon gehört. Sie haben sich im Gemeinschaftsraum aufgestellt. Wie Vieh im Schlachthaus. Ah ja, genau, aber da sie haben sich angelächelt. Das sind so Bunker, die Menschen gebaut haben, typisch. Genau. Schmerz sei, der verschwinden muss. Ist das denn? Tja, ich nicht. Ich will nicht verstummen. Ich will nicht verhallen. Am Ende meines Lebens soll ein Punkt stehen. Keine Klammer. Nein, ein Ausrufezeichen. Also, wenn das hier jemanden aufregt, Pech gehabt. Ich schulde niemandem mehr irgendetwas. Okay. Wie gesagt, meiner Meinung nach ist irgendwas ausgebrochen, was die Menschheit vernichtet hat und hier haben die sich eingebunkert. Oh, ich glaube, wir haben alle Kisten. Nice. Okay, cool. Weil ich wusste nicht, dass wir die beim letzten Mal mit übrig gelassen haben. Alles klar. Nufas liegt jetzt schon schlafen. So, dann... Ich würde sagen, wir gehen direkt zum Ziel, weil... Oh, warte mal. Rutan, Füchse brauche ich. Rutan... Da ist ein Fuchs. Tut mir schrecklich leid, aber ich brauche dein Fleisch. Fleisch. Dein Fell, um genau zu sein.
Alles klar, viel Spaß im Glück. Vielen lieben Dank. So, die Truthähne hole ich mir noch. Guck mal hier. Oh, da ist was Grünes dabei. Nice, das sind die Knochen, die ich brauche. Das ist der Vorteil, wenn man sich die Tiere markiert. Die laufen halt nicht ewig weg, weißt du? Ja, okay. Nimm auch den Fisch mit. Ach, Kaninchen. Wie krass. Den brauche ich auch noch. Immer her damit. So, mein Target. Wildsau. Wildschweine. Wildschwein brauche ich gerade nicht. So, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Sly. Ciao.